Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit dem. Ach, ich komme nicht zu dir, Zwergcube. Wo bist du denn? Da, hallo. So, wir haben uns mal eben ganz kurz umgeschaut, wo wir gleich überhaupt lang fahren wollen. Gleich ist gut, Will. Ja, wieso? Geht doch gleich, oder nicht? Ja, ja demnächst. In ihrem Heimkino. Glaube ich. Nee, wieso? Oder was fehlt noch? Ich stelle jetzt die Antenne nochmal neu auf und dann geht's hier schon los, ne? Meinst du? Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr Gewicht auch nach hinten noch bringen. Sehe ich so quasi auf uns zukommen. Ja, dieses verdammte Loch. Hinten ist doch Gewicht. Ja, das geht halt, ne? Ach, das Gate wiegt doch nichts, oder? Weiß ich nicht. Also hinten ist doch überall Gewicht. Mit den Trägern und den Sauerstoffdingern. Vorne ist doch nichts hier. Hm. Oder wo siehst du hier vorne irgendwo was, was zwar schwer ist? Der Schwerpunkt ist hier zwischen den Rädern, so wie ich das sehe. Das sollte eigentlich auch passen. Hinten habe ich jetzt nur ein paar Träger noch hingepackt. Ja, das ist... Kontrollfeld. Okay, weil das wird eine spannende Nummer, du. Antenne, Moment, ich erhöhe die Reichweite mal auf 50.000 Meter, sonst habe ich ein Problem. Meinst du, damit wir unsere Stückchen wiederfinden, wenn es explodiert? Ja. Verstehe. Ich mag, wie du denkst. So, Antenne ist wieder scharf. Okay. Hier dann. Setze mich hier in den Beifahrersitz und du versuchst hier Sachen zu machen. Was? Nee, du fährst. Das war deine Idee, hier Räder ranzubringen. Nee, einer muss unten bleiben und muss unten den Fuß abnehmen, weil sonst schlittern wir am Fuß lang, oder? Ach so. Ja, Moment. Aber eine ganz kleine Sache müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und zwar, ich nehme mal die Gruppe schnell. Erhöhen Energie, Add Wheel, verringern, erhöhen Safety Detach, glaube ich, war's. Ja. Da wolltest du für alle vier nämlich, stell die mal... Oder High Offset? Mal den High Offset. Erhöhen High Offset, genau. Und verringern können wir auch noch, wenn wir wollen. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Stell mal was dann rum, ich sag dir, ob es runter oder hoch geht. Warte, ich drück mal die 2, dann sollte er runtergehen. Nee, hoch. Hoch, okay. Der Reifen geht nach oben, das Auto geht nach unten quasi. So, jetzt geht der Reifen, also jetzt pumpst du den Wagen hoch damit. Genau. Kannst noch weiter... Mehr geht, ja, so. Glaube ich, nicht. Das ist Maximum. Ist in Ordnung. Aber so schaut er eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Hat er, glaube ich, auch überall gemacht. Ich habe die Handbremse jetzt mal angezogen, weil das, wenn das Ding hier unten nicht mehr greift, ja, dann rausgetappt. Naja, das Ding wird gleich nach rechts kippen, ne? Weil die rechten Autos hängen halt ein paar Meter in der Luft. Die rechten Reifen hängen ein paar Meter in der Luft. Ne? Ich weiß nicht, ob soll ich Stahlblöcke drunter stellen oder sowas? Oder? Nee, weil da rutschen wir ja auch drauf. Das könnte noch hochgehen. Ich habe halt die Befürchtung, wenn wir die Handbremse angezogen haben, wäre das natürlich eine Möglichkeit, dass wir den langsam nach hinten rückwärts runterrollen lassen. Ja. Dass der durch die Handbremse sich nicht in die Geschwindigkeit kommt, weißt du? Dass die Räder das bremsen, das Ding. Also, fertig zum Wegflexen? Ich weiß nicht, wo in welche Richtung ich fahren soll. Okay. Du stoppst erst mal. Pass auf, ich stopp. Handbremse ist drin. Pass auf, die Richtung, wenn du mal über deine rechte Schulter guckst. Ja. Genau hier runter und dann hinter uns zu dieser Eisfläche. Genau, da wollte ich hin. Gesagt. Und dann diesen seichten Hügel hoch. Ich mache jetzt Folgendes. Ich lasse die Handbremse drin, dann schauen wir mal, was passiert. Wenn das Ding runterrollt oder rutscht oder sonst irgendwas, dann... Gnade uns allen Gott. Und wenn das Ding aber nichts macht, ja, dann kannst du in Ruhe den Sitzplatz nehmen und dann kann ich mit Handbremse spielen und dann lassen wir uns einfach runtertragen. Ansonsten laufe ich los und hol Hilfe. Ja, genau. Über Stargate. Während du den Abhang hinunterschlitterst. Okay. Ja, mega. Also, das ist super. Okay, auf geht's. Ich zähle runter. Ja. 3, 2, 1, Flex. Okay. Ich komme in Bewegung und wir sind in Ruhe. Naja, du kippst nach hinten. Ich lasse die Handbremse los, damit wir wieder gerade kommen. Ich bewege uns leicht. Ja, ich bin in der Außenperspektive. Ja, passt doch, sieht doch gut aus. Wir werden schnell. Ich bremse mal ein bisschen gegen. Dreh doch einfach mal. Kannst du drehen? Ich habe Angst, dass er kippt. Versuch mal zu drehen. Ach so, ja. Jetzt könnten wir es probieren. Wir sind so breit, wir können nicht kippen, glaube ich. Sieht doch top aus. Das macht mega Laune, weil. Boah. Also Geschwindigkeit müssen wir runterdrehen. Der ist
Für die Reifen, die drehen durch, wenn ich Gas gebe. Dann dreh runter eben. Oder soll ich mal angucken? Warte, nö, es geht eigentlich. Also jetzt gerade im Augenblick komme ich ganz gut zurecht. Wir fahren jetzt einfach bis hier vor. Weil dann sollten wir nämlich... Wir haben 4 Tage Sprit, 6 Tage, 7 Tage. Fahr weiter, 9 Tage. Also wenn du so weiterfährst, haben wir für Jahre Sprit. So, pass auf, ich bleibe jetzt ungefähr hier stehen. Ja, und dann? Jetzt gucke ich mal, ob wir auf Stillstand kommen. Wir sind voll auf Stillstand, okay. Ich möchte mir mal eben diesen Stein vor uns angucken. Ja, genau. Das war nämlich auch meine Idee. Ich wollte ihn auch sehen. Was bist du denn hier? Silizium! Ja! Ja, mega! Hatten wir da auch gebraucht. Ja, na klar! Ach, weil ich liebe es. Ja, hat sich schon gelohnt. Mensch, der ganze ja. Bauauftrag, super. Top, 1A. Packen wir vorne den Frachtcontainer. Ja, wir müssen die auf jeden Fall dann auch noch... Stein kann auch rein, ist egal. Ja, Stein kann auch rein. Brauchen wir vielleicht irgendwann brauchen wir nochmal einen Reaktor und dann brauchen wir auch das Kies, glaube ich. Das ist ja toll. Ich mag Oh, schau mal, wie das aussieht, wenn du das von hier unten anguckst, das Gerät. Welches Gerät? Na hier. Ach so. Schaut doch geil Barrier. Aus, oder? Ja, ich mach mal ein Foto. Hat was. Ich mag unseren Buggy. Ich stehe auf Buggys. Basis. Ja, ich finde die Idee einer fahrenden Basis einfach auch cool. Achso, ich bin schon längst voll. Ich auch. Ich hätte das die UI ausgeblendet und war dann erstmal fröhlich am Bohren und macht ja auch Spaß. Wir haben 17.000 Stein und 13.000 Silizium. Aber nicht effizient. Ich schmeiße Steine jetzt weg hier. Ich auch. Ja, aber es hat keinen Wert, das brauchen wir ja nicht. Die rollen ja aber ungehemmt über den Planeten. Oh, du hast einen Donut gebaut. Ja, ich hatte Hunger. Ah, okay. Verstehe ich. Man kann nie genug Donuts haben in seinem Leben. Ja, genau, ganz genau. Oh, du verlierst ganz schön viel. Ja, oh, Entschuldigung, das ist der Druck. Randaliert her. Ich habe auch tatsächlich so eine kleine Überlegung gehabt, ob wir nicht doch so eine Art Planetary Lander bauen, einen großen. Aber der halt nichts anderes kann, als wirklich die Atmosphäre zu überwinden und einen großen Cargo hat. Als landen, oder wie? Hä? Es sollte auch wieder starten können. Ja, ja. Also, dass man den wirklich hier auf unserer mobilen Basis aufdocken kann. Und also, dass wir halt irgendwie so eine Art Möglichkeit haben, so eine Art Landepad hier auf dem Gerät, wo wir dann den runterlanden können. Mhm. Und von hier aus neu betanken können und dann als Startpad sozusagen auf unserer mobilen Basis den dann in die Atmosphäre hochschießen können, der sich dann mit dem Donut oben verbindet. Okay. Das müsste ich aber oben bauen, weil das kann ich hier unten unmöglich tun. Jetzt ist die Frage, Wellen. Wollen wir ein zweischneidiges Projekt starten? Das heißt, du übernimmst Operation mobile Basisausbau und ich übernehme Operation Landeschiff sozusagen als Idee. Es wäre halt die Frage, weil damit würden wir natürlich deutlich effizienter. Ich bin mir nicht so sicher, ob mir der Mars nicht irgendwie zu langweilig ist, wenn hier kein Lebewesen und nichts ist irgendwie und ob man dann nicht doch mal guckt, ob man irgendwie nochmal zu dem Alien-Planeten kommt. Okay, wir könnten natürlich... Weil da ja zumindest diese Spinnen sind, ne? Weil hier ist nichts, keine Vegetation, ich meine gut. Ja, ne, wir könnten natürlich auch zu dem anderen Ding rüber. Das Problem ist halt bloß, wir hätten dann halt nur die Möglichkeit über unser Raumschiff sozusagen, dass wir darüber quasi dann... Nein, vielleicht machen wir das mit dem Lander dann ja irgendwie beim Alien-Planeten, das meine ich dann. Ja gut, wir können ja jederzeit hier wieder herkommen. Also wir haben das Stargate hier, ne, von der Idee her. Wir sollten es nur in der Sonne parken, ne? Ja, wenn wir ja alles andere abschalten und nur das Schiff blanko laufen lassen,
Ja, so, aber im Allgemeinen in der Sonne. Ich bin halt so ein. Ja, das ist ja zwar ein Krater, aber hier kommt die Sonne ja auch ab und zu drüber. Wir fahren doch jetzt aus dem Krater gleich raus. Ja. Geht denn noch weiter hier? Unendliche Weiten. Also, ich. Okay, weil dann ist die Idee. Wir machen Folgendes: Plan für die Liebe. Bist du eigentlich? Guck mal, ja, hier bei unserem Stein, links da. Komm mal her. Du kannst mal sehen, was hier für Meisterfräser sind. Boah. Hier oben ist ein Ziegel rausgefräst. Siehst du das? Und der. Ja, durch die Gravitation und das abnormales Material ist. Nein, hier oben, der ist genau ein Quader. Das ist genau quadratisch. Absolut geil. Hätte man gar nicht besser machen können. Warte mal, da muss ich ein Foto machen. Super ist das. Ja, doch. Also, Magic ist das quasi. Ja. Das ist pure Magic. Au. Ich bin gestürzt. So. Oh. Okay. So, weiterfahren. Also, die Idee ist die, wir packen jetzt dieses Gerät für spätere gute Zeiten, nehmen aber das ganze Silizium mit, weil das brauchen wir wirklich ganz dringend, und bauen dann auf, und würde ich sagen, dann lass uns doch mal eine kleine Reise unternehmen mit unserem großen Schiff, aber da möchte ich, eine Sache möchte ich da gerne machen, weil. Ja, was denn? Ich würde gerne unser großes Schiff um einen Stargate-Raum hinten raus erweitern. Das würde ich noch gerne machen, bevor wir abfliegen. Da würde ich auch jetzt mit anfangen. Sonst schaffen wir es. Du wirst aber kaum mit Raumschiffen durch einen Stargate-Raum fliegen können. Will ich ja auch in dem Fall tatsächlich nicht. Das ist jetzt wirklich als Personen-Stargate gedacht. Du wirst keine zwei Stargates auf einem Raumschiff vernünftig betreiben können. Nee, wir haben ja bisher noch kein Schiff durchgekriegt. Doch klar haben wir das. Ja, gut, das ist ein Minischiff. Unseren Fracht. Den Frachter mit den 8 Containern, den habe ich ja durchgeflogen, ja. Bist du ganz durchgekommen? Genau. Du bist doch explodiert. Nein, beim zweiten Mal nicht. Ach so. Meine ich. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du bist hochgegangen. Wir sind dann nur mit der kleinen Kapsel, die wir gebaut haben, die nur den Cockpit hatte, sind wir mal durchgekommen. Beim zweiten Mal bin ich durchgekommen. Und ich erinnere mich noch dran, als wir es versucht hatten und ich nur mit dem Cockpit und den paar Düsen da durch bin, hat es mich irgendwie 30 Kilometer vom Schiff weggebeamt. Also ich bin ja, weil du voll Speed gegeben hast, das war natürlich ein Fehler. Das ich bin ganz, ganz langsam da durchgeflogen und da hat es mich bungee-mäßig weggezogen. Nee. Du hast Gas gegeben und dann eine Dampeners waren irgendwie an oder aus. Das war das Problem. Okay. Ich bin damit durchgekommen, meine ich. Ja gut, wir können ja das tatsächlich auch nochmal... Meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte es halt bloß gerne vom Dach weg. Aber dafür haben wir es gebaut, hä? Ich hätte es halt bloß gerne vom Dach weg. Meinetwegen auch hinten raus auf eine Landefläche ist mir auch recht. Aber ich will es halt irgendwie hinten. Ich will es halt vom Dach wegbekommen. Das schaut doof aus. Wie gesagt, muss es halt so setzen, dass man damit irgendwas durch kann. Dafür haben wir ja unsere externe Basis, sag ich mal. Ne? Genau. Dass wir die beliefern können mit dem Fracht. Das muss okay. Natürlich dann auch so gemacht sein, dass wir mit durchkommen. Pass auf, dann Plan B für die Liebewelt. Ja, ich habe jetzt quasi die Idee für die Güte quasi. 80.000 Silizium wäre Wahnsinn. Das müssen wir alles mitnehmen. Hä? Das müssen wir alles mitnehmen. Meine Idee war die, wir packen jetzt unsere 7 Sachen, nachdem wir den Rover hier in der Sonne geparkt haben, auf einem schnuckligen Parkplatz. Und bauen dann unseren Planetary Lander, den wir ja schon hatten, ja, testweise. Bauen den Lander dann nochmal auf dem Alien-Planeten. Machen quasi dasselbe wie jetzt nochmal, bauen den dann wieder um zum Fahrzeug. Willst du dich mal anschneiden? Warte. Bin drin. Warte. Ja. Okay. Wie hast du denn die Handbremse jetzt gemacht? Mit 1 hatte ich die gelegt. Ah, okay. Auf 2 kannst du die Höhe verringern. Ach so. Ah, okay. Und auf 3 kannst du erhöhen. Also wir sind jetzt auf Maximum oben. Schau. Oh, das fährt sich gut. Schon, ne? Ich finde auch. Ja. Top. Macht Spaß. Ich finde auch, das macht... Aber trotzdem mal gucken, ob wir hier über den Hügel rollen können oder irgendwo anders. Ja, weil uns eilt ja nichts. Aber ich finde. Das klang so, als würdest du nächste Folge direkt schon wieder im Weltraum und weg sein wollen. Und ich dachte mir, man kann auch mal ein bisschen durch die Gegend fahren. Vielleicht ist ja doch irgendwas auf diesem Planeten, aber. Ich konnte im Wiki halt nichts Großartiges finden. Ne? Oh, so, Bell! Den habe ich nicht gesehen. Handbremse!
Uns fehlt ein Reifen? Ja, hast du dieses Gerät nicht gesehen, wo wir gegen gedonnert sind? Nee. Das hier unten? Das hier? Ja, den Stein danach, aber nicht vorher. Okay. Reifen, nee. Den kriegen wir da niemals ran, Bell. Wir müssen jetzt... Ach, da kriegen wir den da ran. Nee, warte mal, ich baue mal eine Stütze. Ah, warte. Nee, nee, den kriegen wir da so ran, warte mal. Sag da jetzt, weißt du? Ja, klar kriegen wir den da ran. Radaufhängung, Wheel Suspension. Gibt es denn hier nur Wheel? Nee. Wheel, Wheel, Wheel. Oh, nur Wheel sehe ich gar nicht. Heißt es dann vielleicht Rad wieder? Rad. Ja. Rad 3x3, Rad 5x5. Moment. Moment, dazu hatte ich einen Kommentar, weil wir das Rad nicht ranbekommen haben, wie man das macht. Da hatte ich einen Kommentar zu. Ja, echt? Ja, den habe ich aber nicht verstanden. Weil ich mir dachte dann auch, naja, dann brauchen wir ja nicht mehr. Müsste ich mir leider mal angucken. Oder kriegst du das Rad hier dran? Ich probiere es gerade. Ich stelle mich immer ein bisschen komisch damit an. Mhm. Oben müssen wir das. Oben ist da irgendwie der Punkt. Oben, meinst du? Mhm. Nee, du musst das, da hängt doch eigentlich seitlich dran, das Rad hier. Eigentlich hängt das Rad auch hier an der Seite dran. Ja, aber ich krieg den Anschlusspunkt nicht. Ich auch nicht. Warte. Ach so, ich krieg ihn gerade nicht, weil ich keine Stahlplatten habe. Das ist das Problem. Ich könnte ihn bauen. Aber ich kann ja, nicht ansetzen. Ich kann Blanko bauen, aber das hilft uns nichts, weil. Wie Blanko? Ich kann nicht hinsetzen. Ich krieg keinen Punkt auf das Ding. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen angraben. Hm. Warte mal kurz. Ich also, habe eine Idee. Jetzt, also, Zwerg. Was? Wir sind jetzt ungefähr wieder bei 17 Minuten. In der letzten Folge sollte ich irgendwie bei 17 Minuten irgendwie anfangen zu stochern. Jetzt willst du hier angraben. Was lass wird denn das? Das kann mal, doch so lass nicht mich werden. Mal angraben. Warum muss das immer am Folgeende so eskalieren? Ich verstehe es nicht. Ich pumpe gerade das Schiff runter. Was? Ich pumpe gerade hoch. Runter. Wir sind auf 1 Meter Höhe. Also wir sind jetzt knapp über dem Boden. Schau mal, ob du das jetzt kannst, weil jetzt ist nämlich die Aufhängung aus dem Boden raus. Well, tu Dinge. Ich kann nicht. Warum? Was ist denn los? Weil du mich erst angraben wolltest und jetzt hast du ihn auch noch hochgepumpt. Ich pumpe ihn hoch. Keine Boden. So. Ich kann mir einfach nicht helfen. Und du weißt ja sowieso, dass ich hier ein Positionierungsproblem habe. Ja, Moment. Jetzt kann ich ihn setzen, aber er dockt nicht an. Ach, das ist das, was du auch hattest, ne? Das Ding ist grün, ich könnte ihn setzen. Ja, aber ich kann halt nur in die Luft setzen, ne? Ja, ja. Nee, das führt ja zu nix. So, 5x5 haben wir gesagt. Ja. Ich krieg keinen Punkt auf das Ding drauf. Vielleicht sollte ich doch leider mal in den Kommentar gucken. Okay, ich muss weiter... Was war das jetzt? Das war. Also, ich kann ihn so setzen. Das war lustig, aber das bringt nichts. Ist ja sehr merkwürdig. Warum? Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube nicht, dass es die Tiefe ist. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es ist die Breite. Die Breite? Nein, ich glaube auch nicht, dass es was damit zu tun hat. So, pass auf, jetzt haben wir doch mal ein paar Meter frei. Er hatte irgendwas mit Taste K, muss man drücken, aber ein K sehe ich nichts. Mit K komme ich nur ins Inventar irgendwie. Irgendwas stand da in dem Kommentar. Ah. Moment. Nee. Oh, das ist bei mir. Vorsicht, Will. Ja. Nee. Also doch nicht. Nein, geht leider noch nicht. Ja, dann lass uns doch die Aufhängung eben abnehmen. Wo ist denn das Problem? Können wir doch auch. Können wir auch machen.
Ist doch also wahrscheinlich deutlich einfacher. Dann hätten wir es ja schon längst dran, ne? Weiß ich nicht. Klar, da gehe ich von aus, dass es jetzt kein Problem ist. Radaufhängung 5x5, warte mal, Sekunde. Wie rum muss sie? Auf Höhe zwischen Conveyor und Waffenturm, ne? Nein, ich gucke mir jetzt gerade die Richtung an. Au. Wie rum ich sie drehen muss. Mit dem Metallstückchen, die müssen nach oben, glaube ich, zeigen. Ich könnte es platzieren. Nein, ich glaube, so rum ist richtig. Aber kein Rad dran. Ach, guck mal, er bietet uns wieder keinen Reifen an. Wieder dasselbe Problem. Aber, ne? Aber warte mal, bauen wir noch nichts? Vielleicht kriegen wir den jetzt Reifen. Jetzt kannst du einen Reifen dran setzen, meinst du? Ich weiß es nicht. Aber ich probiere es jetzt mal. Mal. Ja, probier mal. Ist ja ein bisschen bockig vom Spiel hier gerade, ne? Oder? Ja, die Reifen waren schon immer ein bisschen, glaube ich, ein bisschen kompliziert gedacht. Aber ich glaube, das Problem ist, dass du da auch drinnen bist. Ja, ich wollte den Boden noch weiter wegnehmen eben. Ja, das ist eine gute Idee vielleicht. Wir sollten Hover anbauen, da haben wir das Problem nicht. Also wenn ich mir sowas angucke, dass wir jetzt nicht mal mit die Reifen rankriegen, ich flex das nochmal ab eben, ne? Oder? Das ist die Tiefe. Müsste die Tiefe sein. Meinst du? Ja. Ja, aber ist doch... Macht das war beim letzten Sinn. Mal ja genau dasselbe. Weil der Reifen geht ein bisschen in den Boden rein und dann kommst du hier in die Tiefe. Ja, ich flex das nochmal eben weg hier. Nee, immer noch nicht. So, wie schaut es jetzt hier aus? Hier geht noch irgendwas? Jetzt müsste gleich gehen, weil... Ja, aber ist doch schon so mega tief hier. Nee, geht immer noch nicht. Ja, warte, ich bin gleich soweit. So weit geht, er reicht noch niemals runter. So weit geht er doch nie runter. Mir geht es ja um die Checkbox, die Kollisionsabfrage, die fragt quasi, von wo, also ob alles in der Umgebung frei ist. Um die geht es mir. Wir sollten mit dem Hover arbeiten, das ist am einfachsten. Funktioniert wunderbar und macht nicht so einen unnützen Stress irgendwo, weißt du? So wie, das ist ja nicht schön hier so. Mit dem Spiel dann. So, wir haben jetzt da so ein 20, 30 Meter tiefes Loch. Das wird da wohl reiz reichen. Warte mal, ich flex das nochmal weg. Okay, leg mal neu. Ich gehe mal ganz aus dem Weg, nicht, dass er mich irgendwie abfragt. Yay! Well. Okay, es ging bis hinten hin. Das ist, die Tiefe ja. Ist nicht das Problem, sondern die Breite im Prinzip. Aus. Ja. Nein, bitte. Okay, dann so. Haben wir jetzt einen Plan. Ja, und ich habe meinen Screenshot und die Folge wird heißen, der Reifenwechsel, hoffe ich. Ich weiß nicht, was ich dran denke. Kundendienst. Genau. So, ich nehme mal ein paar Sachen mit. Ja. Ich glaube, das müsste reichen für alles. Ich glaube, ist schon. Reifen muss noch. Stahlrohr groß fehlt noch. Ja. Vier Stück haben wir aber. Habe ich. Wir bräuchten so eine Räumraupe vorne vor, so eine, weißt du, wie die alten Lokomotiven, so eine Schaufel. Ja. Mhm. Wobei dann wäre das Problem war halt echt der Reifen einfach, dass der auf dieses... Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's echt aber nicht gesehen. Aber hast du das Ding dann generell nicht gesehen oder hast du es jetzt übersehen? Doch, nachdem wir drüber waren, hab ich gemerkt, hab ich dann gesehen. Ja. So. Ja, du gut. Musst nochmal den Reifen in die Gruppe mit reinpacken. Genau, das mache ich. Aber das machen wir dann alles quasi erst in der nächsten Folge, würde ich vorschlagen. Will. Genau. Oder? Gut, so machen wir das, sagen. Ne? So das machen ist der Deal. So. Ja, okay. Mal gucken, wo wir dann hinkommen. Ich bin gespannt, was hinter diesem Hügel ist. Hinter diesem Hügel. Ist vielleicht ein weiterer Hügel, das kann gut sein. Noch ein Hügel oder eine Düne. Na, vielleicht gibt es ja offenes Feld hier auch mal ein bisschen. Ach Mensch, wäre auch schön. Ja, so ein großer Bereich. Wäre ich dabei? Finden wir auch eine Waschanlage, das wäre unheimlich praktisch bei dem vielen Sand hier. Ja, naja, vor allem wer weiß, wer hier vorher gelebt hat, ne, und ob das alles so in Ordnung geht. Ich weiß ja auch so nicht. Sieht's aus. Ich weiß auch. Mal. Ja, okay.
Aber ich muss jetzt erstmal. Oh. Psst. Was? Das heißt was irgendwie denn? Anders. Das macht mir Angst. Was so. Heißt anders? Das. Warte mal. Das Wheel heißt anders. Wieso heißt denn das Wheel anders? Ich weiß es nicht. Wie heißt es denn? Wheel Suspension Dings da. Ach so. Hm. Ich glaube, wir müssen das nochmal ein bisschen überprüfen, ob da auch wirklich alle. Das passt schon. Das okay. Es schaut gut aus irgendwie. Ich glaube auch. Ja. Nee, Spoiler. Ich will nichts machen. Ich will nichts tun. Okay. Du machst doch aber. Okay, ist gut. Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssili. Tschüss.